Guten Morgen, liebe Mitfeiernde. Mein Name ist Maria Theresia Opladen. Als Bundesvorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands lade ich Sie herzlich ein, an dieser Eucharistiefeier teilzunehmen. Sie steht unter demselben Motto wie das Leitbild der KfD, leidenschaftlich glauben und leben. Und ich wünsche mir für diesen Gottesdienst, dass Gottes Funke überspringt und wir uns neu bewegen. Und ich möchte Ihnen den Frauenseelsorger hier in Münster vorstellen, Gerhard Theben, der gemeinsam mit uns den Gottesdienst feiern wird. Danke, Frau Opladen. Ohne Frauen läuft nichts, sagt der Volksmund. Recht hat er. Auch in unserer Kirche ist es so. Viele Frauen haben liebevoll diesen Gottesdienst vorbereitet. Folgen Sie uns nun in die Liebfrauenkirche, dass wir Gott feiern und miteinander. Jesus Christus, du hast uns grenzenloses Vertrauen zu Gott vorgelebt. Du hast in inniger Beziehung deinen Gott, Abba, lieber Vater, genannt. Christe, Christe, eleison. Du lehrst uns, ein leidenschaftliches Leben mit Gott zu wagen. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser. Brüder und Schwestern, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Halleluja, 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 Gott gelobe dich. Du gabst meiner Seele große Kraft. Ja, der Herr ist erhaben, doch er schaut auf die Niedrigen, und die Stolzen erkennt er von fern. Der Herr sei mit euch. Lassen wir uns anrühren von Gottes sorgender, mitfühlender Liebe, wie Papst Johannes Paul I. es vor Jahren aussprach. Gott
ist Vater, mehr aber noch Mutter. Gott ist uns nahe. Wie Frauen das erfahren haben, hören wir jetzt in zwei Zeugnissen. Bittet, dann wird euch gegeben. Diese Zusage Jesu lässt mich nicht los. Gott ist der feste Grund, der mich trägt, der uns alle trägt. Daran glaube ich, trotz aller Zweifel. Und so kann ich leidenschaftlich glauben und leben. Gott denkt an mich. Er hat ein Ohr für meine Sorgen und Bitten. Er weiß um meine Stärken und Schwächen. Er freut sich, wenn ich meine Charismen entfalte und einsetze. So gesehen zu werden, tut gut. Voll Vertrauen auf seine Gegenwart bitten wir. Für alle, die mutlos und enttäuscht sind, weil sie nicht die erwartete Hilfe erhalten, lass sie an ihrem Leid nicht verzweifeln. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich, erhör uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und begleite euch der dreieinzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht nun hin in Frieden.